Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder zurück zu Final Fantasy VII Rebirth hier auf meinem Kanal. Ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und in der letzten Folge sind wir den Schwarzkotten hinterhergegangen, damit wir die Protosubstanz bekommen. Ach, ich drücke mal wieder den falschen Knopf. Schon wieder. Fehl auf die Karte. Und ja, wir sind auch in der Nähe wieder davon. Wir müssen nur hier drüben hin. Und uns die Mühe machen, natürlich dorthin zu laufen. Jetzt müssen wir mal schauen. Zack, 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 zack. Da sind sie. Die werden wahrscheinlich dann da hochrennen und dort oben werden wir den nächsten Kampf machen. Da sind sie! Um vielleicht den letzten, vorletzten Teil zu bekommen. Ich weiß es nicht. Eine Strandparty. Irgendwas stimmt nicht. Oh nein. Das sind Kujo-Kreaturen. Toll. Sehr gut. Bin mal ausgezeichnet. Feuer? Anfällig? Nee, leider nicht. Oder indem du es angreifst, während es dunkel laufen wollte. Und tschüss! Ja, das war's! Ja. Das sollte reichen. Ziemlich schwach. Ja. Genau so! Stirb! Jetzt! Ja. Und tschüss! Los! Ja. Oh, ich habe ja gar keine Dings mehr. Jetzt! Magie, Uppala. Und tschüss! Nichts überstürzt. Okay, los geht's! Bin ich jetzt drin? Arbeiten wir im Team? Lass mich mal. Das war's! Ja! Dann übernimm! Los! Ja! Das war ja wohl übertrieben! Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Kurz und schmerzlos. Los geht's. Übernimm du. Ich übernehme. Aha. Geschafft. Hojos Kreaturen? Warum? Doch nicht. Sieh an, sieh an. Wenn das mal nicht meine liebsten Versuchsobjekte sind. Aber das... Chadley. Oh oh. Ja, und zwar Modell Nummer CDA6. Nein, Nummer 7, oder? Weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und... tatsächlich Nummer 7. Sag bloß, du hast unbemerkt mein Kontrollprogramm geknackt, Kleiner. Stand der jetzt Nummer 7 oder 8 bei ihm? Zeig mir, was in deinem Köpfchen vor sich geht, Chadley. Was ist? Nichts. Alles in Ordnung. Seht mal. Die Schwarzkutten haben sich in Bewegung gesetzt. Wir müssen ihnen folgen, um sie nicht zu verlieren. Womöglich begegnen ihnen unterwegs noch mehr von Hojos Kreaturen. Wir müssen wachsam sein und sie beschützen. Mal gucken. Genau, genau, genau. Im Übrigen habe ich zwischen der letzten Folge und der Folge einmal geschaut.
was offenbar die Möglichkeit ist, um Odin zu besiegen. Generell, ja, man soll ihn schwächen und auch entsprechend Schaden zufügen. Was ich aber übersehen habe, ist, man soll halt auch versuchen, ihm auszuweichen in den Kämpfen, weil umso mehr Schaden wir nehmen, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er uns angreift. Habe ich komplett übersehen, dass das überhaupt eine Prämisse ist, dass wir gut gegen ihn antreten können. Oh, Oregano brauchen wir nur noch 7. Sehr schön, und hier? Ach, stimmt, ja, den Sternsplitter. Also, eigentlich brauche ich genau die beiden Sachen. Na Gott, dann können wir hier noch irgendwas schon mal wieder herstellen. Ja, ein Garmreif plus... What? Holla die Waldfee. Kriege ich dann den Talisman des Weltbaums her? Hm. Wahrscheinlich im Tal, hä? Huh? Warte mal, vor allem, ich habe einen mit der Plus. Okay. Und die Quetzalkoatl-Kralle. Muss ich mal was gucken? Okay. Ja, die Schwarzkutten wollen nach oben, das weiß ich. Hopp, hopp. Na. Ich kann die noch nicht mal anschubsen. Ah, wie ich das hasse. Sehr gut. Nichts überstürzt. Überlass das mir. Wo seid ihr? Da unten immer noch. Oh, jetzt komm schon. Hallo? Will denn nicht mehr weitergehen? Na super. Schwarzkutten sind verschwunden. Vielleicht wurden sie von Ungeheuern zerfetzt. Oder sind mit ihnen verschmolzen. Einfach furchtbar. Sind sie eben nicht. Entlang. Ist wohl da oben. Sieht mir nach einem Leuchtturm und der dazugehörigen Anlage aus. Jetzt darf ich da endlich hin. Ob Yay. Die ein Teezimmer haben? Ein Teezimmer? Huh? Ja klar. In Wutai gibt's die überall. Tee ist umsonst, aber fürs Essen muss man ordentlich blechen. Das geht ins Geld. Interessantes Geschäftsmodell. Aber ich fürchte, nach sowas wirst du hier lange suchen. Schubsen? Doch, wollte schon sagen.
Agnes, dreh am Rad. Muss ich wahrscheinlich machen, ne? Und nochmal. Nee, es drehen sich dann alle. Oh, wie ich so ein Rätsel hasse. Wenn ich ganz rechts drehe, dreht sich ja wahrscheinlich eigentlich der linke auch, oder? Und noch einmal. Schatz, es gibt Arbeit. Oh, sieht er lustig aus. Und tschüss. Stirb. Nur kein Überm... Oh, Blitz. Genau so. Stirb. Finis. Ich zähle auf dich. Zack. Nichts überstürzt. Ich leg los. Hochspannung.
Wie gemein! Und los! Übernimm du! Ich mach das. Und tschüss! Damit sollte es wieder gehen! Was? Ich kann mit dich retten! Ha! Ha! Ich zähl auf dich! Jetzt zeig ich euch, was ich kann! Ha! Oh nein! Flieg! Du wirst nicht leiden! Ich seh dich! Wie schmeckt dir das? Los geht's! Meins zu Ende! Jetzt geht's um alles! Komm, zack! Steh wieder auf! Dann los! Runter! Ja? So. Okay, im Team. Okay. Der ist für dich. Das tut weh. Ha? Zack, nimm das. Und los. Oh. Anders komm, ich will ein Gebet machen. Kannst du über Lass mich mal. Los, geben wir alles. Ja. Nicht übertreiben. An die Arbeit. Viel Erfolg. Bist du bereit? Nichts überstürzt. Überlass das mir. Ich zähl auf dich. Der ist für dich. Arbeiten wir im Team. Zieh dich zurück. Dum-da-dum-da-dum. Ha-ha-ha-ha. Es werden immer mehr. Ja. Ey, warte mal. Finden wir doch, oder? Broden? Hey, nicht doch! Broden! Das ist doch der Mann aus Kalm, oder? Eine Mako-Vergiftung? Nein, er war Soldat. Ich werde gerufen. Ich muss gehen. Reunion. Gehen wir. Denkt ihr, dass er auch in Nibelheim war? Möglich? Cloud? Eine Protosubstanz gibt's doch noch, Cloud. Oder? Eine riesige Ansammlung von Schwarzkotten. So viele habe ich noch nie geortet. Sie bewegen sich in Richtung Küste. Schnell, ihr müsst hinterher. Alles klar. Wir müssen gehen. Ich will auf jeden Fall das von den Schwarzkutten, also von der Protosubstanz, was er sagt, sehen. Die Szene direkt dort, okay. Gucken wir mal, gibt es hier noch irgendwas versteckt? Nein. So, dann hier hin. Kurz mit dem Kissen schlafen. Ich würde gerade sagen, wir haben ja mehr als genug. 13 Stück. Aha, vollkommen ausreichend. Aber das ist cool, weil dann haben wir echt dann die vorletzten Protosubstanz, weil wir müssen ja noch mal wieder zum Goldsourcer zurück. Da gibt's ja noch mal eine. Was machen die denn da? Wir gehen ins Wasser. Schnell. Ich hätte gern die Sachen eingesammelt. Danke. Ah.
Vielleicht schaffen sie es ja. Möglich. Es ist kaum noch etwas Menschliches an ihnen. Können wir ihnen nicht irgendwie helfen? Sie versuchen, auf die Insel dort drüben zu gelangen. Hä? Woher weißt du das? Hab da so ein Gefühl. Gut, dann sollten wir uns auch auf den Weg machen. Die Insel da? Ah ja, da drüben. Das sind aber viele. Da lang hoch, ha? Heißt das, wir sollen dort lang? Ja, das heißt es. Oh nein, ein Blutauge. Wissen die das? Was tun sie? Die anderen Teile jetzt her auf einmal. Wir haben das wieder geklaut, oder? Schweinebande. Was passiert denn jetzt? Echt jetzt, die Mäuerin? Du schaffst das schon.
Jetzt erst recht. Und tschüss! Es geht los! Ich komme! Ich hasse dich! Ja? Ja! Ich hab kein Problem! Überlasse! Geht's dir nicht gut? Der ist... Kannst du überlegen? Lass mich mal! Gut oder nichts! Voll beginnt! Nicht übertreiben! Ich leg los! Schön. Finde die schwarze Materia, Cloud. Abgeschlossen. Sehr schön. Oh, ich darf jetzt nochmal mit ihm reden. Okay. Cloud endlich seinen Namen erfahren. Was geht da? Ich will da hinten auf jeden Fall mal das Schwert haben. Gib her. Du hast es geschafft, an eine weitere Protosubstanz zu gelangen. Ich denke, es sollte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir alle beisammen haben. Ja, stimmt. Wir müssen schnell weitersuchen. So, liegt denn hier noch irgendwas rum? Nee, tut's nicht. Okay, dann zu Chadley einmal zurück. Egal, welchen wir wo nehmen. Holen wir uns noch die Materia. No. Einmal zwischenspeichern. Meine Fresse, 74 Stunden die schon an den Spiegel. Die Forschung über die Nibelregion sind hiermit abgeschlossen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der heutige Shinra-Konzern hier seinen Anfang genommen hat. Daher verwundert es auch nicht, dass die Beschäftigung mit dieser Region viele Probleme deutlich zutage treten ließ. Vielen Dank für deine stets bedeutsame Unterstützung. Man weiß nie. Ich würde mal gerne noch was testen. Und zwar. Gibt's doch. Nee. Bin ich so ein Ring oder sowas, der mich wiederbelebt, nachdem ich einmal ohnmächtig war? Glück, Schnelligkeit. Frosch. Kurzbild.
Problem ist, die zerbrechen dann. Achso, warte mal, das belebt automatisch wieder. Also ich bin am Überlegen, ne? Schutzbild oder man doch ein Seelenohrring? Da haben wir fünf Stück. Okay. Ich würde gerne mit Cloud auf jeden Fall kämpfen. Ist das klar? Mit Eris und dann muss ich mal schauen, was auf einer Reise alles passieren kann. Sei also vorsichtig. Ja, komm. Dank dir, Sibyl. Allerdings ist unser. Ich freue mich schon auf viele weitere Berichte aus anderen Gegenden. So, versuchen wir nochmal einmal den Rudin. Ansonsten machen wir wieder weiter und ich versuch's dann wirklich nochmal außerhalb der Aufnahmesession. Weil das ist die stark geschwächte Version, ne? Ja doch, ich versuch's mal mit Kate. Los! Mehr gehen! Das war's! Ja. Jetzt mal Tempo. Übernimm du. Übernimm du. Pfote in Pfote. Jetzt erst recht. Verdammt! Mann! Schnell. Ja, der ist immun dagegen.
Fall. Okay. Am Ende reicht es also nur dafür? Ja, das hat nur dafür gereicht. Dass ich echt wirklich außerhalb der Aufnahmesession, also das geht so absolut auf keine Kuhhaut. Es handelt sich ja nur um eine Simulation. Es gibt noch... Und natürlich ist das Ding kaputt. Habe ich nur noch 4 Stück davon. Naja, super. Was viele soll's? Weitere Phänomene. Wir wollen ja Hauptstory weitermachen erstmal. Wenn wir mit der Region fertig sind. Hey, Sid. Ich hab dich nicht gerufen. Versetzt worden? Nee, hab auf euch gewartet. Gibt da was, das ich fragen wollte? Und was? Sag mal, deine Mutter, hieß die zufällig Ifalna? Ja. Wieso? Ha, ich hab's doch gleich gewusst. Ein Hoch auf meinen messerscharfen Verstand. Mann, bin ich froh, dass ich euch gerufen hab. Und? Wie geht's ihr? Alles gut? Sie ist tot. Ich bin damals Shinra beigetreten, weil ich Pilot werden wollte. Zuerst war ich aber nur der Laufbursche für die Mechaniker. Bin durchs ganze Gebäude und habe alles Mögliche repariert. Während eines Auftrages traf ich eine Frau namens Ifalna. Sie hatte ein kleines Mädchen. Das warst doch du, oder etwa nicht? Möglich. Du warst gerade mal so groß. Und ich? Vielleicht so groß. Sie ist also gestorben. Verstehe, verstehe. Verdammt. Du, sag mal. Aeris. Aeris. Gibt's irgendwas, das ich tun kann? Ich will helfen. Wieso das denn? Ich habe keine Hintergedanken. Wenn du uns weiter durch die Gegend fliegst, reicht das. Gut, dann bring uns mal zum Gold Saucer. Und zwar umsonst, du willst ja helfen. Nein, wir zahlen. 200 Gil. Nee, geht aufs Haus. Okay, dann sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Na jetzt, wir ins nächste Kapitel. Wiedersehen mit dem Gold Saucer, da will ich jetzt auch hin. Juhu. Na, darf's Freunde, losgehen? Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder ist. Final Fantasy 7 Rebirth hier auf meinem Kanal. Wird sehr wahrscheinlich wirklich auch das nächste Kapitel sein. Wir kommen Gold Saucer an und mal schauen, wie es dann weitergeht. Na, dann mal rein mit euch. Hm? Miau, 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 miau. Hä? Noch einer? Was, Vincent? Jetzt auf einmal? Ihr habt gesagt, dass euer Feind Sephiroth sei. Ich muss eine Rechnung mit ihm begleichen. Ich begleite euch. Und jetzt? Ich schmeiß ihn gerne raus. Komm uns ja nicht in die Quere. Klar. Cool. Hier, setz dich.
steigt der Flieger denn jetzt noch ab? Nicht ohne einen verdammt guten Piloten. Aber keine Sorge, ich zähle schließlich zu den Besten. Du bist wahrscheinlich der Einzige, den es hier noch gibt in der Gegend. Etwas peinlich sind. Da will ich jetzt nicht drüber reden. Es geht hier doch nicht um dich! Aeris. Ja? Warum ist die Falme gestorben? War sie krank? Nicht wirklich, aber geschwächt. Und der Versuch, mir zur Flucht zu verhelfen, hat ihr dann die letzten Kräfte geraubt. Das glaube ich zumindest. Verstehe. Dann ist sie jetzt bestimmt glücklich. Meinst du? Du musst fest dran glauben und darfst den Mut nicht verlieren. Das bist du deiner Mutter schuldig. Danke. Werde ich tun. Ach übrigens, Wutai ist losmarschiert. Haben sie im Radio berichtet. Gibt also wohl wieder Krieg. Midgard zerstört und jetzt auch noch das. Shinra scheint vom Pech verfolgt. Geschieht ihnen recht. Aber ein Krieg würde auch Unschuldige treffen. Ja. Kriege sind voller Trauer und Schmerz. Darin ähneln sie Sephiroth. Nicht wahr? Sag mal, Leute. Wenn wirklich ein Krieg ausbrechen sollte, dann wird es hier oben sicher gefährlich, oder? Wenn ihr also noch irgendwo vorbeischauen wollt, dann tut es lieber jetzt. Natürlich. Was war das? Sag mal, Sid, ich glaub... Ja, ich weiß schon. Keine Sorge, alles im Griff. Wirklich? Sid? Es besteht absolut kein Grund zur Sorge. Ich warte den Vogel und ich fliege ihn. Was soll da schon schief gehen? Also schön locker bleiben. Hilfe? Sag mal, der Motor hat doch gerade den Geist aufgegeben. Locker bleiben, habe ich gesagt. Ist das so schwer zu kapieren? Wir verlieren an Höhe. Und zwar ziemlich schnell. Sag mal, hat der Boden in den... Hey! Okay, dann mal locker flockig Wasser landen. Hat das nochmal ein klassisches... Bauch! Voila! Eine Bilderbuchlandung! Von wegen Bilderbuch! Hehehehe.